Hallo miteinander. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man SAP GUI Script und Excel Makros miteinander verbinden kann. Sehr praktisch für User, die regelmäßig Daten aus SAP nach Excel exportieren. Wir selektieren unterschiedliche Daten und speichern diese in getrennten Excel-Files ab. Das Ganze passiert mit einem Skript und einer Loopschleife. Wir beginnen also mit der Aufzeichnung einer einfachen Routine. Und dafür klicken wir auf das Icon ganz rechts im SAP-Fenster. Dann haben wir hier einen Eintrag Script Recording and Playback. In meinem Fall ist das ausgegraut, daher müssen wir das im System aktivieren. Ich öffne die Transaktion RZ11 und beim Parameternamen gebe ich ein SAP GUI User Scripting. Dann gebe ich hier den Value of True und speichere das Ganze. Danach müssen wir den GUI neu öffnen, loggen uns hier ein und dann sollte der Eintrag aktiviert sein. Wir klicken nun auf diesen Eintrag, dann sehen wir hier so ein kleines Fenster. Da können wir angeben, in welchem Pfad das VP-Skript gespeichert werden soll. Wir schieben das jetzt mal ein bisschen rauf und beginnen mit der Skriptaufnahme. Dazu öffne ich jetzt die Transaktion SE16, wähle eine Tabelle aus, die S-Flight, wähle hier eine Care-ID aus, erhöhe hier die Number der maximalen Treffer und ich exportiere das Ergebnis in ein Excel. Dann gebe ich hier noch den Pfad ein und den File-Namen. Dann klicke ich auf den Button Generate. Dann wird das Excel geöffnet, klicke ich wieder auf meine Maske, gehe zurück und klicke dann ganz wichtig in das Feld Care-ID. Und dann beende ich das Skript und ich minimiere das Fenster und öffne nun den Ordner, wo dieses Skript gespeichert wurde. Schauen wir uns dieses Skript mal an im Notepad und hier sehen wir das generierte Skript. Wir sehen die Transaktion, die Tabelle, die Eingaben, die gemacht wurden und es ist alles vorhanden. Jetzt gehen wir dann zurück in den Explorer und rufen dieses Skript mit Doppelklick nochmal auf. Dann wird der GUI verbunden. Das Skript läuft jetzt durch und wir schauen, ob das Skript durchläuft und funktioniert. Das schaut gut aus. Die Daten wurden selektiert, das Excel wurde erstellt, das Skript funktioniert also. Das heißt, wir können dieses jetzt weiter bearbeiten. Ich öffne das wieder, wir kopieren hier die Zeilen raus. Dann öffnen wir ein neues Excel. Dann klicken wir auf den Eintrag Developer oben. Sollte der Eintrag bei euch nicht aufscheinen, kann man ihn aktivieren und zwar unter File, dann Optionen. Dann gibt es hier den Eintrag Customize Ribbon und hier die Checkbox Developer. Diese muss man anhaken. Dann gehen wir zurück, klicken also auf den Eintrag Developer und dann auf Makros. Und dann erstellen wir hier einen beliebigen Makronamen. Ich nehme hier S-Flight und hier kopiere ich den Code von unserem Skript rein. Dann speichern wir das Ganze und hier ganz wichtig, müssen wir Excel Makro Enabled Workbook auswählen. Dann speichern und jetzt können wir das Skript ein bisschen optimieren, indem wir, zuerst öffnen wir das Excel. Und schreiben hier ein paar Daten rein, wie zum Beispiel die Care-ID, nach der ich später selektieren will. Und auch den File-Namen, wo ich meine Daten speichern will. Weil diese Daten sollen später vom Skript automatisch ausgelesen werden. Ich speichere das Ganze, gehe zurück in mein Skript und kann nun ein paar Optimierungen vornehmen und ein paar Sachen rauslöschen, wie zum Beispiel die if-Abfragen und auch hier den ganzen letzten if-Block kann ich löschen. Dann erstellen wir noch ein paar Variablen, zum Beispiel die bestehenden SAP GUI Auto
Application, Connection und Session. Für die heutige Logik brauche ich dann noch die Care-ID, wo ich eben die Care-ID übergebe als String, dann den Filenamen. Dann brauche ich noch eine Zählervariable für meine Vorschleife und eine Variable für die letzte Zeile, wo Daten drinnen stehen. Dann lösche ich hier diese Maximize-Zeile, damit das Fenster nicht im Vollbild ist. Und das ist der Block, den wir in die Loop-Schleife einbauen. So, wir rücken das Ganze ein, dann schreiben wir for i ist 2. Wir beginnen ja hier bei der zweiten Zeile bis zur Last Row, das ist die Zeile 4. Dann schließen wir hier den For-Loop und dann speichern wir das mal. Und hier müssen wir dann noch unsere Variablen befüllen, die Care-ID zum Beispiel. Das ist dann this workbook sheets sheet 1 und range, das ist a, und dann halt die Zählvariable i und dann value. Das Ganze kopiere ich hier auch für den Filenamen, tausche hier nur das Feld a durch Feld b. Und hier die Zählvariable i, die immer automatisch hochgezählt wird. Und dann kann ich hier die Variablen übergeben. Care-ID und den Filenamen. Dann speichern wir das Ganze. Und dann können wir das Ganze mal durchdebuggen, um zu sehen, wie die Variablen befüllt werden. Wir sehen, jetzt wird die Tabellenname eingegeben, sFlight, dann ist hier die Zählervariable, und ich sehe gerade die Variable LastRow, die müssen wir natürlich auch befüllen. Und zwar machen wir das mit LastRow, ist gleich das Workbook, Sheets, Sheet 1, Cells, Rows, Count. And on XL up.row. Dann speichern wir das und debuggen das Ganze noch einmal. Wir sehen hier wieder, der Subgui wird verbunden, eine Verbindung wird aufgebaut und dann sehen wir hier, die Zahl 4 ist hier bei der Variable hinterlegt. Das passt und dann wird hier das erste Mal der Loop ausgeführt. Care-ID und Filename sind befüllt und wir sehen, der erste Loop ist durchgelaufen mit der Care-ID LH. Dann gehen wir nochmal zurück, löschen nochmal den ersten Export vom Excel und können dann das Skript ausführen. Und jetzt beobachten wir das, ob das durchläuft, ob der Loop funktioniert. Wir sehen hier rechts, das Skript arbeitet. Die Care-ID wurde gerade getauscht zu AA und jetzt zu UA. Die Excel-Files werden erstellt. Wir haben jetzt 3 Excel-Files und wir können das Ganze auch noch automatisiert mit einem Button starten. Dazu fügen wir diesen ein, hinterlegen das Makro sFlight, speichern das Ganze. Jetzt lösche ich nochmal die Files und klicke auf den Button und das Skript wird wieder ausgeführt. Wir sehen hier, das erste Excel wurde erstellt, das Skript ist durchgelaufen, das zweite Excel und auch das dritte Excel im Hintergrund wurde erstellt. Wir haben jetzt 3 Excel-Files mit den unterschiedlich selektierten Daten nach der Care-ID und das Skript arbeitet somit fehlerfrei. Ja, und dadurch kann man sich schon einiges an Arbeit ersparen. Wir sehen auch hier die gespeicherten Dateien im Filesystem. Gefallen euch solche Videos? So abonniert meinen Kanal, hinterlasst mir eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Viele Grüße und bis bald.